moms and go. Hey Leute, willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Heute fahre ich einfach mal ein paar Rennen. Einfach so. Und zwar mit dem Mustang SVT. Boah, der M4 klingt auch krass. Den möchte ich auch noch irgendwann haben. Ah, naja. Ich würde sagen, jetzt einfach mal hier Colossus. Retro Muscle passt schon. Und ja. Gibt eigentlich nichts so, was ich groß machen möchte momentan. Also nicht so in Forza, was halt groß ansteht. Sondern jetzt kommen wieder weiter Multiplayer-Folgen. Zum Beispiel heute, das ist jetzt am 11., wo ich das hier aufnehme. Und heute nehmen wir zum Beispiel wieder Multiplayer auf bei GCG. Also könnt ihr mehr Multiplayer erwarten, auch auf dem Kanal. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich weiß noch nicht davon, es gibt noch keine Folge online, glaube ich. Aber naja. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass es euch halt gefällt. Und wenn nicht, ist auch okay. Und sonst... ja. Das war's eigentlich schon. Es wird irgendwann vielleicht in Zukunft noch ein Video kommen, wo ich ein bisschen über meinen Kanal reden möchte. Da weiß ich aber noch nicht ganz, ob ich es mache oder nicht. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich unzufrieden wäre, aber da ist nichts Schlimmes oder so. Macht mir immer noch Spaß, sag ich ja oft genug. Oh, Level up. Boah, fast Prestige 2, ey. Ja gut, in der... auf einem der Discords, auf den ich bin, da ist einer schon Prestige 3. Level 137 oder 130, irgendwie sowas. Das ist auch schon... ich will nicht wissen, wie viel Spielzeit der hat. Das ist auch extrem, aber naja. So, mal schauen, ob ich an die da vorne noch rankomme. Sollte eigentlich passen. Ich meine, die Strecke ist lang genug. Ich kann halt gerade nicht so gut fahren. Ich muss jetzt wieder ein bisschen an Heckantrieb gewöhnen bei der Power, die das Ding hat bei Regen. Klar, ich bin letzte Folge Dragster gefahren. Mit Wheelie-Dings. Da ist halt nichts mit Steuern, aber... naja, das war halt nicht auf einer richtigen Strecke, sondern auf geraden, geradeaus Strecken. So, Platz 3. Ich mag das Design für den SVT irgendwie, keine Ahnung. Ich finde, das ist einer von denen, die mir doch ganz gut gelungen sind im Endeffekt. Ist auch, glaube ich, das einzige Auto, wo ich wirklich was mit den Radiologos gemacht habe. Ich habe auf ein Fahrzeug noch irgendwie Timeless draufgeschrieben oder so. Aber das war so als Nebensponsor, nicht als Hauptsponsor wie hier. Und ich finde das schön mit dem LB Works, Recaro und OZ, was da vorne hinter über dem Vorderrad ist. Jetzt kommen sie hier alle. Hilfe. So, ziemlich gut hier rausgekommen. War der generell durch die Kurve. Mit schön viel Schwung. Aber die Viper zieht halt auf der Gerade einfach gnadenlos weg. Aber hier im Anbremsen bin ich eigentlich immer viel besser als die KI.
Okay, danke dafür. Fährt die mir einfach hinten rein. Ich glaube, ich zeige dieses Mal, oder ich gucke dieses Video mal ein bisschen meine Statistiken, wie sich die mit der Zeit verändert haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Video mal schon mal gemacht habe. Vielleicht interessiert das ja jemanden. Okay, Platz 2, Platz 1. Ist möglich, aber schwer möglich. Oh, Platz 2 wird's. So, Stufe 290 und Civic Type A habe ich. Ich glaube, ich habe den normalen Civic an den Type A noch nicht. Also aus dem Zeitalter. So, ich gucke einfach jetzt mal ganz kurz. So, also live Statistiken. Ich habe Steuer 123 Stunden. So. Knapp die. Na, nicht knapp die Hälfte, aber. Immerhin ansatzweise die Hälfte der Rennen gewonnen. Ich kann ja einmal ganz kurz hier gucken, wie viel Spielzeit ich insgesamt habe. 9 Tage, 0 Stunden, 3 Minuten. Das sind 216, richtig? 216 Stunden. Nicht schlecht. So, Fuhrparkwert mittlerweile 112 Millionen. 17 Stunden auf dem ersten Platz verbracht. Erfolgreichstes Auto Vulcan FE, mit dem bin ich auch am meisten gefahren. Warum auch bei der. Warum sagt er mir über Lieblingsauto Ferrari F12? Den bin ich doch fast nie gefahren. Außer habe ich den nicht mal als Favorit. Hilfe von Anna 301. Wusste ich auch nicht, dass ich das so oft gemacht hätte. Und durchschnittliche Kollision bleibt konstant bei 32. Und ein Fünftel waren komplett saubere Rennen, okay. Das gefällt mir. Und ansonsten. Entdeckungen habe ich, glaube ich, alle. Oder? Da fehlt mir nichts mehr. Nee, habe ich alles. Außer die Einflusstafeln und. Die muss ich echt demnächst irgendwann mal anfangen zu suchen. Und ansonsten, ja gut. Ich fahre mal das Rundkursrennen da hinten. Das bin ich selten gefahren. Das ist ganz cool. Ich habe sogar letztens in einem Video gesehen, das ist eine Anspielung. Beziehungsweise... Ja, auch eine Anspielung an ein altes Rennspiel, und zwar Project Gotham Racing 2. Habe ich schon öfter von gehört, aber nie wirklich... Ja, ich habe es nie gespielt. Ich kannte es damals jetzt auch nicht. Ja. Aber ist an sich so vom Aussehen und generell, wie es... Im Gameplay hat es mich sehr an Gran Turismo erinnert, irgendwie. Aber ist es schon mal nochmal was anderes. Aber es gehört auf jeden Fall auch zu den Rennspielklassikern, das wusste ich schon vorher. So, Corvette und Viper.
Aber ich finde, es ist auch eine recht coole Strecke. Dafür, dass man vor allem in Edinburgh hier in dem Spiel, finde ich, nicht so viel machen kann. Ich meine, ja, die Stadt ist jetzt nicht unbedingt mega klein, aber sie könnte durchaus größer sein. Zum Beispiel halt, von der Größe hätte ich mich da eher an Forza Horizon 3 orientiert. Und auf der Karte ist Edinburgh ja sogar noch größer. Da kommt ja noch ein nördlicher Teil vom Fluss hinzu. Den man da eigentlich wunderbar noch hinzufügen können, finde ich. Weil, wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich mir auch vorstellen, dass man über eine der Brücken dann zum zweiten DLC fährt. Vielleicht. Kann sein, muss aber nicht. Ich versuche mal gerade ein bisschen sauber zu fahren. Zum einen, weil es, finde ich, dann doch ein bisschen mehr Spaß macht. Und zum anderen einfach für die Statistik nie Spaß an. Na, Statistik juckt mich in dem Sinne halt extrem wenig, aber so mal hier und da ein sauberes Rennen schadet, glaube ich, nicht. Ich glaube, kriegt man ja sogar mehr Credits für, oder? Zwar nicht sonderlich viel, aber immerhin. Ah, der SVT bricht echt leicht aus. Aber fährt sich dafür auch ganz cool. Ja, ich komme an die da vorne kaum ran, habe ich das Gefühl. Und dann bleibe ich ja an der Häuserkante hängen. Super. Platz 8. Also mindestens 5, da möchte ich mal werden. Halt wieder so eine Klasse, wo die KI auch sehr stark ist. Klingt jetzt wie eine Ausrede, aber es ist halt schon krass so, dass in dem Spiel die KI mit unterschiedlichen Fahrzeugen sehr unterschiedlich stark ist. Weil zum Beispiel mit Hypercars sind die selbst auf dem Schlagbahn nicht so mega gut. Aber halt mit Wagen wie Muscle Cars vor allem, die auf Heckantrieb sind, ja, gebaut sind und viel Leistung haben, da ist die KI ziemlich gut. Weil die halt nicht mit Wheelspin kämpfen müssen. Und naja. Na schade, nur 6. So, ich würde sagen, ein Rennen geht auf jeden Fall noch. So, auch wenn es ein illegales Rennen ist, ist ziemlich egal. Oh, sogar bei Regen.
denke, der Huracan zieht einfach mal richtig durch. Boah, wie ich hier an allen vorbeikomme. Ist ja ein Traum. Was machen die denn da? Und überdreht. Das war ein bisschen spontan. Wie die da nach der Kurve alle stehen. Na, ich glaube nicht, dass ich davon noch rankomme. Nee, jetzt erst recht nicht. Ich versuch's einfach nochmal, weil das Rennen ist ganz cool und ich möchte da gerne gegen andere fahren und nicht alleine hinterher fahren. So, Start verläuft wieder genau gleich. Okay, diesmal kommt man hier auch durch die Kurve, ohne dass die wegcrashen, aber dafür fliege ich komplett außen rum. Okay, da muss ich ein bisschen vom Gas gehen. Aber den Huracan könnte ich auch mal wieder fahren. Ist auch so ein Fahrzeug, was ich länger nicht gefahren bin, was eigentlich ganz cool ist. Bin ich halt am Anfang recht viel gefahren, weil man den halt bekommen hat und man den auf X tunen konnte. Okay, da wusste ich nicht, ob ich rechts oder links vorbei soll, dann bin ich halt von hinten rein. Okay, den hier vor mir sollte ich bekommen, den Catch Me. Den ersten 200 möchte ich jetzt noch haben. Ah, den da vorne bekomme ich leider nicht mehr, aber zweiter Platz. Weil ich hole hier noch krass auf, aber es wird nichts mehr erreichen. Schade. Crossbow.
Naja. 11.000, 3.000, ja. Ich werde die nächsten Folgen auch irgendwann mal wieder Wheelspin-Video machen, weil ich habe jetzt 45 Stück. Von daher. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.